Ja, es ist uns bewusst, dass da oder dort in der Öffentlichkeit eine Debatte entstanden ist, dass manche Beträge zu gering erscheinen. Das hat damit zu tun, dass ein paar Dinge gegengerechnet werden. Das werden wir gleich auflösen und manchmal es etwas länger dauert. Wir hoffen, beides zu korrigieren, aber was mir jetzt wichtig ist, geht es de facto auch um einen Neustart im Härtefallbonus selber. Wir haben hier Ausweitungen und Erweiterungen vor, die sind politisch akkordiert, das geht jetzt in die Richtlinien und in die Verordnungen, die sich nicht nur sehen lassen können, die auch zu einer Vervielfachung der Auszahlungssummen führen können, im Einzelfall und in der Summe natürlich dann entsprechend. Was meinen wir da? Ich möchte nur drei Elemente aufgreifen. Das ist zunächst einmal die Ausweitung auf 6 Monate. Sie wissen, bis jetzt ist ein entsprechender Einnahmenentfall beziehungsweise in dem Fall ein Gewinnentgang, ein Unternehmerlohnersatz gedacht gewesen auf 3 Monate, die man aus 6 Monaten herausziehen konnte. Das ist, glaube ich, für manche Branchen ganz wichtig, weil wir ja gerade im EPU-Bereich und bei den Kleinstunternehmen welche haben, die länger betroffen sind von diesen Einschnitten und es also nur richtig und gerecht ist, wenn wir das auf diese Zeitdauer ausweiten, die Antragsmöglichkeit. Also 6 Monate statt 3 Monate, das ist das Erste. Das Zweite ist, diese angesprochenen Minimalbeträge, das hat einmal gute Gründe gehabt, warum die so errechnet wurden. Es wird jetzt einfach darauf umgestellt, dass es immer mindestens 500 Euro sind. Die Details werden wir hören. Immer mindestens 500 Euro. Und apropos Bonus, ja, Comeback-Bonus im Zusammenhang mit dem Härtefallfonds. Wir haben jetzt vor, insgesamt für jeden, der berechtigt ist und für jede, die berechtigt ist, in diesem Fonds Mittel zu lukrieren, einen Zusatzbonus von 3.000 Euro auszuzahlen. Würde man das jetzt mitteln auf die 6 Monate, wären das 500 Euro pro Monat. Man kann es aber auch anders rechnen. Es ist die Möglichkeit jedenfalls gegeben von diesem Bonus von 3.000 Euro. Wenn wir jetzt alles noch schnell mal zusammenzählen, dann haben wir pro Monat unterste Auszahlungsgröße 500 Euro, dann gibt es den durchschnittlichen Monatsbonus von 500, dann sind wir schon mal bei mindestens 1.000. Und dort, wo es bis jetzt bei 2.000 Euro gestanden hat, die oberste Auszahlungsgrenze, dann wird das 2.500. Aus dem können Sie eine Range errechnen auf die 6 Monate. Das ist dann natürlich maximal von 6.000 Euro bis 15.000 Euro. Und das, glaube ich, kann sich der Dimension auch nicht nur sehen lassen. Das ist auch im europäischen Vergleich, wir haben es gerade noch ein bisschen durchgerollt vorher, in dieser Höhe wohl auch einmalig. Und ich glaube, das ist nicht nur bloß eine Korrektur, eine Ergänzung, das ist wirklich eine de facto Neuauflage dieses Fonds, weil er, wie gesagt, in der Summe wesentlich mehr zur Auszahlung bringen wird. Das ist gut natürlich für die betroffenen Individuen, für die in der Regel Einzelpersonenunternehmen, aber auch Kleinstunternehmerinnen und Kleinstunternehmer. Und es ist auch gut, wenn sich dadurch Sicherheit ergibt für weitere Monate für die betreffenden Personen, weil die Psychologie in der Wirtschaft und damit ist es gut ist und damit ist es auch für das Ganze gut. Insgesamt sind seitens der Bundesregierung aus allen Hilfspaketen bisher 23 Milliarden Euro rechtsverbindlich zugesagt worden. Das gliedert sich auch auf die verschiedensten Bereiche, wenn ich kurz darauf eingehen darf. Einerseits die Möglichkeit, Steuern zu stunden. Hier sind bisher 260.000 Anträge im Finanzministerium eingelangt, die auch zu 98% genehmigt sind. Und das macht ein Volumen von 6 Milliarden Euro aus, das derzeit mehr an Liquidität in den Unternehmen direkt verbleibt. Bei der Kurzarbeit sind bisher über 110.000 Anträge auf Kurzarbeit genehmigt worden. Das entspricht einem Volumen von über 10 Milliarden Euro. Seit Anfang Mai kann man ja auch die Kurzarbeit abrechnen. Die wird ja frühestens nach den ersten Monaten auch abrechenbar gemacht, weil man erst danach weiß, wie viel gearbeitet worden ist. Und wir haben hier seitens des Finanzministeriums über 200 Personen dem AMS zur Verfügung gestellt, um die Abrechnung zu beschleunigen. Und bisher sind ca. 40.000 dieser Anträge abgerechnet worden, wo Unternehmerinnen und Unternehmer das Geld bereits aufs Konto überwiesen bekommen haben. Bei den Garantien
Es sind ca. 20.000 Garantieanträge eingelangt, die zu 98% genehmigt worden sind. Insgesamt ist das ein Volumen von allen Garantien, die der Staat übernommen hat, von ca. 4 Milliarden Euro. Vielleicht ein Detail. Wir haben ja auch als Staat gesagt, wir wollen bis zu 100% von kleineren Krediten übernehmen, damit das Risiko von den Banken genommen wird und die Unternehmer schnell ihr Geld bekommen. Und diese Anträge sind im Ausmaß von ca. 7.000 beantragt worden und fast alle bereits genehmigt, ca. 6.500. Wir haben letzte Woche mit dem Fixkostenzuschuss gestartet. Sie erinnern sich, ursprünglich war ja gedacht, dass dieses Modell, das es sonst eigentlich nur in Dänemark in der Form gibt, wo entsprechend dem Umsatzausfall die Fixkosten zu einem Teil ersetzt werden, war gedacht, dass wir das in Österreich abrechnen mit dem nächsten Jahr, also mit der Bilanzlegung und mit dem Rechnungsabschluss für 2020. Wir haben aber gesehen durch die Rückmeldungen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt Geld brauchen. Und aus diesem Grund haben wir ein neues Abrechnungsmodell gebaut und die Möglichkeit geschaffen, dass das Geld schon jetzt ausbezahlt wird. Seit letzten Mittwoch kann beantragt werden und je nachdem, ob durch die Plausibilitätsprüfung der Antrag auch gewährt wird, kann gleich nach ca. 10 Werktagen bis zu 50% der Gesamtsumme vorab ausbezahlt werden und die Abrechnung kann dann frühestens im August erfolgen. Wir haben bisher einiges über 1000 Anträge und da wird das erste Geld bereits übers kommende Wochenende ausbezahlt werden. Ich darf nun zum Härtefall vorkommen, wo ja bisher rund 165.000 Personen gefördert worden sind und fast 200 Millionen Euro ausbezahlt wurden. Wir haben bisher 12.000 Bürgerkontakte gehabt und nicht nur, dass wir den Menschen hier weiterhelfen können bei den Fragen, die sie haben, sondern wir lernen auch dazu, wo wir vielleicht Probleme haben und besser werden müssen. Und deswegen auch das, was der Vizekanzler heute gesagt hat, nämlich, dass wir den Antragszeitraum für den Härtefallfonds erweitern von 3 auf 6 Monate. Zweitens die Mindesthöhe der Auszahlung auf 500 Euro setzen. Bisher war es ja so, dass wenn man ein zusätzliches Einkommen gehabt hat von bis zu 2.000 Euro, dass man dann nicht anspruchsberechtigt war, weil man ja diese 2.000 Euro netto ohnehin bekommen hat. Plus, es gibt einen Comeback-Bonus von 500 Euro pro Monat, das beantragt wird. Insgesamt also diese 3.000 Euro Comeback-Bonus. Sie können sicher sein, dass wir Tag und Nacht daran arbeiten und auch gut zuhören. Und die mittelständischen Unternehmen vor allem haben uns eines gesagt: Es braucht mehr und darum gibt es auch mehr. Und gerade in diesen verschiedensten Bereichen müssen wir achtsam sein, dass wir auch genau und treffsicher sind. Und da geht es auch darum, nicht einmal etwas zu entwickeln, sondern laufend weiterhin zu entwickeln, zuzuhören und dann rasch entsprechend umzusetzen. Für die Unternehmen sind drei Komponenten wichtig und für alle haben wir was vorgesehen. Das eine sind die Personalkosten mit der Kurzarbeit, ein ganz, ganz großer Kostenblock für die Unternehmen. Und da ist es wichtig, dass wir auch diese damals verlängert haben vor ein paar Tagen von 3 auf 6 Monate fix. Ganz ein wichtiger Punkt, um Arbeitsplätze und Strukturen in Österreich zu erhalten, damit diese Kleinstbetriebe nicht einfach verschwinden, denn sie sollen bleiben. Sie sind wichtig für uns, sie sind nicht nur Teil unseres Wirtschaftsstandortes, sondern sogar Teil unserer Kultur. Zweiter großer Block, die Fixkosten, die es neben den Personalkosten gibt. Diese Kosten sind auch ganz wesentlich. Sie wissen, dass Fixkosten übernommen werden dann, wenn zum Beispiel der Umsatz zur Gänze ausfällt, bis zu 75%. Das ist zum Beispiel der Fall bei meiner Friseurin. Da war ich vor kurzem. Gott sei Dank können wir jetzt wieder alle Dienstleistungen konsumieren. Und sie hatte natürlich in dieser Zeit keine Einnahmen. Und für sie gilt genau das. Diese Fixkosten, ihre Miete, ihr Internet, ihre sonstigen Kosten, die sie nicht wegbekommen kann, dass sie hier diesen bis zu 75% eben bekommt. Und dann gibt es diese dritte Komponente, den Unternehmerlohn, den es hier betrifft in dieser neuen oder Erweiterung des Härtefallfonds, diese Ausweitung auf die 6 Monate. Das freut mich sehr, dass es uns hier gelungen ist, dass wir eine längere Zeit unterstützen. Dann dieser Comeback-Bonus. Hier setzen wir auch vor allem Anreize auf Leistungsträger, denn unsere Unternehmerinnen
Unternehmerinnen und Unternehmer sind Leistungsträger. Sie sind mutig und sie wagen es in die Selbstständigkeit. Sie kämpfen für ihren Traum der Selbstständigkeit. Und unsere Aufgabe ist, das bestmöglich zu unterstützen. Und dafür sind wir einen wichtigen nächsten Schritt gegangen. Eigentlich wollen wir, dass mindestens 500 Euro ausbezahlt werden. Also es wird jetzt mit der neuen Richtlinie eine Korrektur vorgenommen, dass es keinen Auszahlungsbetrag für diejenigen, die einen Monat beantragen und die die Basiskriterien erfüllen, unter 500 Euro geben kann. Und dankenswerterweise haben wir uns auch darauf einigen können, dass wir zu diesen 500 Euro noch 500 dazulegen, weil die wirtschaftliche Situation, wie Sie alle wissen, keine leichte ist und das Comeback daher leichter werden soll. Da gibt es einen 500 Euro Comeback-Bonus. Das bedeutet, dass für alle Personen, die in einem Monat antragsberechtigt sind auf Basis der Kriterien, nicht weniger als 1.000 Euro zur Auszahlung kommt. Das wird jetzt vollautomatisch gemacht in den kommenden Tagen. Wir erwarten heute die Richtlinie, unterschrieben vom Finanzministerium, setzen das dann technisch um über das Wochenende. Und es muss dann niemand einen Antrag stellen, muss gar niemand etwas machen, sondern die Differenzbeträge zu den 500 und die 500 on top werden vollautomatisch im Laufe der nächsten Woche überwiesen. Unbürokratisch, genau so, wie wir uns das eigentlich gemeinsam vorstellen. Und ein vielleicht noch wichtiger Punkt, den man sozusagen ansprechen sollte, ist die Tatsache, dass wir ja damit ein positives Signal setzen und auch zeigen wollen, dass es, wie der Herr Finanzminister gesagt hat, besser geht als in anderen Ländern. Die Republik hat von Anfang an gesagt, und das war unsere große Bitte, zeigt, dass ein Land, das wohlhabend ist wie Österreich, dass viele, viele loyale Steuerzahlerinnen und Steuerzahler unter den Unternehmerinnen und Unternehmern hatte in den guten Zeiten, denen auch in den schwierigen Zeiten unter die Arme greift. Und daher bin ich der Meinung, und da gebührt auch das Danke an die Regierungsspitze, auch an den Herrn Bundeskanzler, der sich da sehr eingesetzt hat, gemeinsam mit dem Herrn Vizekanzler und dem Herrn Finanzminister und auch der Wirtschaftsministerin, dass der Comeback-Bonus ein richtiger und ein guter Bonus ist und auch ein richtiger und wichtiger Schritt.